Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine ganz kurze und knackige Yoga-Einheit für euch mitgebracht, die gerade mal 5 Minuten dauert. Also für alle diejenigen, die morgens wenig Zeit haben oder zwischendurch mal so einen Energieschub benötigen, ihr braucht eigentlich nur eine Yogamatte oder eine Unterlage. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und wenn euch diese kurzen, knackigen Yoga-Quickies gefallen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und ich freue mich, weitere solcher kurzen Sequenzen für euch zu gestalten. Viel Spaß! Komm an den Anfang deiner Yogamatte. Stell die Füße hüftbreit, bring die Hände vors Herz, Daumen berühren dein Brustbein. Augen schließen und einen ganz wundervollen tiefen Atemzug hier, um anzukommen. Dann öffne die Augen und bring mit der nächsten Einatmung die Arme über die Seiten nach oben, mach dich ganz lang. Ausatmen, komm in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Beine gerne leicht gebeugt. Aus, ganze, lass den Kopf hängen. Ein, richte dich wieder auf, heb die Arme. Und ausatmen, bring die Hände vors Herz. Halber Sonnengruß. Für den Sonnengruß A, heb die Arme über die Seiten nach oben, mach dich lang. Aus, mit geradem Rücken, gerne leicht gebeugten Beinen, komm in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieh den Rücken in die Länge. Achtung, ausatmen, trete in die schiefe Ebene. Einatmen, halte. Ausatmen, leg ab, über die Knie oder ganz. Einatmen, kleine Kobra, roll die Schultern zurück, der Nacken bleibt lang. Ausatmen, leg mit Länge ab, Stirn zum Boden. Ein, schieb dich Richtung Fersen, stülp die Füße um. Und aus, Beine strecken für den herabschauenden Hund. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein, richte dich auf, heb die Arme über die Seiten nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Weiter geht's. Sonnengruß B, Surya Namaskar B. Stell die Füße eng zusammen. Atme ein, beug die Beine und heb die Arme für den Stuhl. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge. Ausatmen, spring zurück, schiefe Ebene. Einhalte, ausatmen, senk ab, über die Knie oder über den Liegestütz. Einatmen, Cobra. Langer Nacken und aus, direkt zurück, diesmal in den herabschauenden Hund. Nächste Einatmung, rechtes Bein heben. Ausatmen, rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf, Krieger 1 Variante. Ausatmen, setz dich tief. Einatmen hier und aus, direkt zurück in die schiefe Ebene, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Ein, linkes Bein mit Länge heben. Aus, links Schritt nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, setz dich tief, Krieger 1 mit gehobener rechter Ferse. Ein, hier. Und aus, Hände zum Boden, schiefe Ebene, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Drei Atemzüge hier in deinem Hund. Atme tief ein und gern durch den Mund aus. Ganz lösen. Noch zweimal tief einatmen. Und ausatmen. Und das letzte Mal tief einatmen. Und ausatmen. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung trete an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge.
Ein, beugt die Beine, hebt die Arme für den Stuhl, Utkatasana. Und mit der Ausatmung streckt die Beine, bring die Hände vors Herz für die Berghaltung. Hier nochmal die Augen schließen, Daumen rühren dein Brustbein, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Und dann beobachte, wie dein Atem jetzt fließt und ob sich irgendetwas anders anfühlt. Dann öffne deine Augen, lass den Blick wieder klarer werden und bedanke dich bei dir selbst. Namaste.